Volle Regale in den Geschäften trotz der Corona-Pandemie. Das ist auch der Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Transportunternehmen. In der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, dass die Lieferungen möglichst schnell abgewickelt werden können. Auch deshalb ist zum Beispiel das Sonntagsfahrverbot aufgehoben worden. Wir haben ja die Situation, dass die Raststätten zu sind. Und insofern ist mir wichtig, dass dort nur die Gaststätte zu ist, aber die Raststätte selbst hat offen. Das heißt, wir haben dort natürlich to go das Essen ganz normal. Und es geht los, dass Tank und Rast Gott sei Dank schnell nachgerüstet hat. Es gibt vom warmen Leberkäse über kleine Pizzen, Fleischpflanzerl, also all das, was zumindest für die Lebensmittelversorgung gedacht ist. Und Tank und Rast hat gestern verkündet, dass sie sowohl WCs als auch die Duschen sind kostenfrei angeboten. Wie die Corona-Krise die Menschen zusammenwachsen lässt, zeigt sich zum Beispiel auch hier auf der Reichenbachbrücke. Dort stellen die Münchnerinnen und Münchner Lebensmittel, Hygieneartikel oder warme Kleidung für Obdachlose ab. So einen Gabenzaun gibt es zum Beispiel auch am Zenetti-Platz, an der Münchner Freiheit oder am Spielplatz am Glockenbach. Poetische Gaben kann jeder Münchner im Poesiebriefkasten in Giesing abgeben. Dort sammelt Katharina Schweißgut bereits seit einigen Jahren die von den Münchnern zu Papier gebrachten Gedanken. So schlimm diese Zeiten sind, für Poesie ist es gar nicht so schlecht, weil sehr viele Leute sitzen zu Hause, sie machen sich ihre Gedanken und wir haben gedacht, wir werden diese Gedichte in einem kleinen Rahmen, so wie uns das heute möglich ist, an die Öffentlichkeit bringen. Wer in Giesing aufmerksam durch die Straßen läuft, wird ab nächste Woche an verwaisten Fahrrädern manche Gedichte entdecken. Und Anfang April werden wir auch einen Livestream veranstalten. Beim nächsten Spaziergang also die Augen aufhalten und sich von der Poesie verzaubern lassen. Und wer beim Einkaufen ein bisschen zu viel gehamstert hat, kann auch gerne etwas am Gabenzaun ablegen.